Ich habe nach Deutschland gekommen mit einem Freund von mir aus Libanon. Ich komme aus Syrien, aber ich habe gewohnt im Libanon. Ich habe eine Integration gemacht, einen Deutschkurs, 6 Monate. Ich habe B1 Niveau gehabt und danach habe ich nach Ausbildung gesucht. War sehr schwierig, weil ich habe gewartet zu meinem Aufenthaltstitel 4 Monate, weil es gab zu viele Leute im Sozialamt. Das heißt, ich muss zu viel warten jeden Tag und so. Und es war sehr schwierig, weil ich kenne keinen jemanden in Deutschland, keine Freunde und ich spreche kein Deutsch. Das war ehrlich sehr schwierig für mich. Ich habe die Ausbildung gefunden, nachdem B1-Niveau-Prüfung Ausschluss gemacht. Ich habe gesucht an eine Ausbildung. Das war im Jobcenter. Sie hat mir gesagt, wir haben eine Möglichkeit in Trias-Schule. Sie können eine Bewerbung machen und ein bisschen Deutsch lernen. Ich habe einen Lebenslauf gemacht und wir haben eine Bewerbung gemacht mit Frau Puscher. Und über alle Hotels in Berlin gesucht und ich habe über 7 oder 8 Vorstellungsgespräche gemacht. Ja, war erstmal war sehr schwierig, weil ich bin ein bisschen schüchtern, weil ich habe schon gemacht, auch auf Deutsch ist schwierig. Ich muss sie fragen, was hast du gearbeitet in deinem Land und was hast du Erfahrungen? Ja, ich habe in Potsdam gefunden und auch in Berlin im Maritim Hotel gefunden, einen Platz. Aber das dauert bis Februar. Und die Potsdam hat mir gesagt, du kannst im Oktober fängst an. Und ich habe entschieden in Potsdam, weil ich möchte die Zeit nicht verloren. Ich habe im Libanon 4 Jahre im Hotel gearbeitet, alles auch im Restaurant. Zuerst war es sehr schwierig, weil ich wohne in Berlin. Ich muss nach Potsdam fahren. Das heißt, ich muss 1,5 Stunde nach Potsdam und hin und 1,5 Stunde zurück nach Hause. Das heißt, zuerst war es sehr schwierig für mich. Und die Sprache auch, sie sprechen im Hotel Dialektsprache. Berliner Dialekt oder Brandenburger Dialekt. War für mich sehr schwierig, weil sie sprechen sehr schnell und ich kann nicht verstanden und sie haben keine Zeit zu erzählen. Mein Problem ist mit Namen von die Essen oder von Trinken. Ich kenne schon, aber nicht alles. Ich mache 3 Wochen arbeiten oder 2 Wochen arbeiten und 1 Woche in der Berufsschule. Ich arbeite normal wie im Hotel, manchmal Frühdienst, manchmal Spätdienst. Aber in der Berufsschule muss immer Frühdienst und ich lerne in der Berufsschule Fachkraft und Service, praktisch und Englisch auch ein bisschen und Sozialstaat und Versicherung, Renteversicherung, überall über Sozialstaat, über diese Themen.
Und Deutsch auch, Deutsch Grammatik. Ich lerne auch die praktisch für Service. Jedes Jahr gibt es Zwischenprüfung, kommt immer im Oktober oder im September. Und es gibt eine Abschlussprüfung am Ende, die Ausbildung. Ich muss machen die schriftlich Prüfung und praktische Prüfung. Ich bin zufrieden mit meiner Ausbildung, weil im Hotel die Leute sind sehr nett und sie immer helfen mir, wenn ich brauche Hilfe. Und wenn ich habe zum Beispiel ein Wort nicht verstanden, sie erklären mir erklären und alles gut, kein Problem. Und ja, ich glaube, sie sind sehr nett. Ich hoffe gerne bestanden mit der Abschlussprüfung nach 2 Jahren. Ich möchte arbeiten in meinem Hotel, wenn das möglich ist. Wenn das nicht möglich ist, dann suche ich nach Berlin im Hotel.